Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Schwarze Filmdose. Und heute sprechen wir über... irgendwas mit Körperschmuck. Richtig! Snowpiercer mit Captain America. Jung, Snowpiercer ist noch gar nicht so alt, ne? Hier Wikipedia sagt dazu. Erscheinungsjahr 2013, eine südkoreanische, USA-nische Koproduktion. Und was sagst du denn über diesen Film? Aus dem Original kommt das aber aus Frankreich. Ja, das ist der Comic. Ja. Erzähl doch mal, worum es geht. Erzähl du, wie es geht. Also, es ist so, die Menschheit hat einen Treibhauseffekt in Gang gesetzt, die Atmosphäre heizt sich auf. Dann kommen Wissenschaftler auf die Idee, wir können ja in der Atmosphäre mal so ein Zeug versprühen, was das ganze Erdklima ein wenig abkühlt und lösen dadurch die absolute Eiszeit-Apokalypse aus. Ja, blöde Sache, die Welt ist jetzt leider ein Gefrierschrank und alle, so wie ich das mitgekriegt habe, sind alle tot irgendwie, ne? Nur eben die Leute im Snowpiercer nicht. Der Snowpiercer ist ein Zug, der quasi durch ein Perpetuum mobile, also durch einen Motor, der sich immer wieder selber Energie gibt, angetrieben wird und ewig in einem Rundkurs um die Erde fährt. Die ganze Zeit, einmal im Jahr umkreisen die eben quasi die ganze Erde. Und in diesem Zug selber ist eine Gesellschaft entstanden und so wie das in jeder Gesellschaftsordnung ist, gibt es da ein paar reichere, einflussreichere und ein paar, die einfach nur Müll sind. Und die sitzen ganz hinten im Zug und müssen sich ihre Kinder klauen lassen, weil die Reichen natürlich so ein paar, ja, man weiß nicht, wofür sie sie benutzen, ne? Also die kommen dann ab und zu mal nach hinten in den Zug, nehmen ein paar Kinder mit und sagen, Leute, ihr kriegt ja auch dafür Essen und so, bleibt mal cool. Ja, und irgendwann kommt dann der Widerstand da beim Pöbel auf und die kämpfen sich vom Zugende bis zur Lok durch und da setzt der Film dann quasi ein. Und Captain America führt sie an, also Chris Evans. Ja, sag. Also erstens mal, auf den ersten Anschein erscheint das Ganze ja irgendwie cool. Ja. Am Anfang dachte ich auch, das ist doch eigentlich ganz nett. Ja. Es ist aber total der Scheiße. Was? Das ist der letzte Scheiße. Was? Das ist so geistig behindert. Jetzt sag mir bitte mal, warum die in dem Zug sind. Ja, das sind so Fragen, die man sich echt nicht stellen sollte. Das ist aber recht. Vom Anfang an war die erste Frage, warum sind die dann in dem Zug? Warum vergraben die sich nicht? Warum fahren die mit dem Zug um die Welt einmal? Weißt du, hätten die nur einmal erklärt, dass so ein Kältepunkt immer um die Erde wandert, weil irgendwo ist ja immer Winter und da ist es so kalt, dass nicht mehr der Zug da überleben könnte und sie deswegen einmal um die Welt fahren, dann, guck mal, ein Satz und schon hätte der Film mich nicht mehr gestört. Ich glaube, das war so, dass die Strecke schon vorher so war, wie sie war und dieser reiche Typ dann einfach, der das ganze Gebäude konstruiert hat, gesagt hat, ja, dann setze ich mich jetzt mal im Zug und fahre immer um die Erde rum, wer will mit, so ungefähr. Und alle anderen sind deswegen draufgegangen. Und er hatte eben diesen Antrieb, ne? Und er hat das auch so gemacht, dass wenn man durch Schneeregionen fährt, dass dann der Schnee in Wasser umgewandelt wird und dass es so eine autarke Gesellschaft da möglich ist. Weißt du, was das Ganze ist? Warum er das gemacht hat, habe ich jetzt auch nicht so hundertprozentig verstanden, aber ich habe den Film auch nur einmal geguckt und da habe ich eher auf die Action geachtet. Die Idee wurde ja von dem Japsen übernommen und dann auch so leicht japsisch umgesetzt. Und das ist genau das Gleiche, Südkorea, was auch das Problem bei Final Fantasy ist. Es ist alles total toll drumherum und es sieht gut aus und es wirkt total schlau. Es ist aber überhaupt nicht. Kein bisschen. Es ist total hirnlos und dämlich. Ja, im Ernst. Ich finde den total schlecht. Komm, überleg doch mal. Dabei. Nein. Die kämpfen sich da durch. Was machen die da hinten eigentlich? Warum halten die sich die da? Also das ist total unnötig. Der geile Aufbau des Ganzen ist so, dass also hinten ist wirklich der Pöbel. Das ist einfach nur so wie so ein Viehwaggon, weißt du? Und ja. Dann kommen die in die nächste Abteilung. Das ist, glaube ich, das Gefängnis oder so. Und jeder Waggon ist eine andere Abteilung. Dann kommen die in ein Restaurant, in so eine Art Arboretum, wo dann so meistens Pflanzen gezüchtet werden. Da, wo Eier gemacht werden. Ein Schulwaggon, Zweite gute Frage. Der Schulwaggon kam total früh. Müssen das die Kinder dann wirklich war. Durch den ganzen Waggon, bis sie dann irgendwo bei ihrem dritten Problem, hast du Schlafplätze gesehen? Ich habe hunderte von Menschen gesehen. Ja, okay. Keiner einzigen Schlafplatz. Gut, die ganzen Schlafwaggons wären wahrscheinlich ein bisschen langweilig gewesen. Viertes Problem, da waren überall tote Tiere hingen da, die sie ja essen. Erstens, wo haben sie die her? Zweitens, sind die durch so einen Zuchtwaggon gegangen? Ich habe keinen gesehen. Kein einzigen. Die müssen ja auch nicht jeden Waggon zeigen, weil manche sind wirklich vielleicht ein bisschen langweilig. Der Klowaggon zum Beispiel, den habe ich auch nicht gesehen. Und dieses, ja, siehst du, das ist der nächste große Fehler. So. Dieses bescheuerte, junge Leute tanzen da vorne. Warum? Im Disco-Waggon. Haben die Geld? So.
Was unterscheidet die denn von denen, die ganz hinten sind? Das ergibt von vorne bis hinten die keinen Sinn. Weil die Einfluss haben. Und allein dieser blöde Schluss, das ist ja alles vorprogrammiert. Es soll ja einen Aufstand geben, um die Leute zu minimieren später. Ja, als sie dann später ganz vorne beim Captain sind, erfahren die das dann nämlich erst. Und das ist so ein bisschen wie bei Matrix. Das ist wieder das so ein bisschen wie bei Matrix. Das ist doch, das war der ganze Sinn. Hast du Matrix nicht verstanden? Das ist der einfache Sinn, dass immer einer aufgeweckt wird, der den dann den Messias macht, damit man diese Stadt, ne, die immer wieder auftaucht, weil immer wieder irgendwelche Leute sich gruppieren, alle platt machen kann, dann gibt es ein reinigendes Gewitter und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das war der ganze Sinn bei Matrix. Ja, so ist das da ähnlich. Zugegeben, das ist da schon so ähnlich, das ist richtig. Aber das ganze Prinzip lässt sich einfach nicht auf den Zug übertragen. Das ist total hirnrissig. Wenn man die nicht haben will, hängt man den letzten Waggon ab. Warum nimmt man die überhaupt mit? Warum nimmt man die auf? Warum züchtet man die da vor sich hin? Das ist zu kleingeistig alles. Tut mir leid, das ergibt keinen Sinn. Da gibt es einen Waggon, der nur dafür da ist, dass sich da zwei Leute in so einem kleinen Whirlpool da wickeln. Ja. Und dann diese komisch genetischen veränderten Leute, die da dauernd aufkommen, die man abknallt, die aufstehen und einfach weiterlaufen. Hä? Und diese blöde Droge. Hier, dann kriegst du was von dieser leicht entzündlichen Droge. Von der leicht entzündlichen Droge, das sagt die ganze Zeit. Ja, genau. Bis sie dann brauchen, um was zu entzünden. Weißt du, das war eine ziemlich coole Sache eigentlich. Ja, ja, eine Chemikalie. Versucht, eine ganze Gesellschaft in auf kleinstem Raum darzustellen. Und das wirklich absolut ja, aber dann muss man das alles, was man dafür dann muss man braucht. Das einfach intelligenter machen. So. Man muss immer, man konnte ja nun nicht wirklich alles zeigen. Der Film geht ja nun über 2 Stunden auch schon. Ne? Und da muss man natürlich darauf achten, was man zeigt und was man nicht zeigt. Hier, sehr guter Satz. Der Inhaber der Nordamerika-Rechte, Harvey Weinstein, den kennt man ja auch, fand die Urfassung für das US-Publikum zu intelligent. Ja, für das US-Publikum ist alles zu intelligent. Auch, er hätte auch sagen können, Amis sind dumm und die Amis hätten es nicht mal verstanden. Ja, das hat er ja auch gesagt. Und er sagt das ja nicht einfach so, der sagt das, weil er einfach seine Kohle davon abhängt und er verdammt nochmal auch recht hat. Yeah. Obwohl das deutsche Publikum jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu intelligenter sein dürfte. Ich fand den Film dumm, tut mir leid. Ich fand den einfach nur dumm. Ich finde ihn überhaupt nicht dumm. Ah, der war gar nicht dumm. Ganz schön. Es war natürlich nur ein Versuch, du kannst so eine Gesellschaft abzubilden auf kleinstem Raum nur versuchen und was weiß ich, es hat ja auch nicht wirklich geklappt dann am Ende, wenn man spoilern darf, ne? Wenn da schon so ein Aufstand dann passiert und so, die sich durch den ganzen Zug kämpfen, ist ja auch klar, dass das irgendwie, dass da irgendwas nicht in Ordnung gelaufen ist, so, ne? Dass das kein perfektes Leben war, aber man erfährt aber auch nicht wirklich, ob die jetzt wirklich die letzten Lebewesen auf der ganzen Welt sind, die letzten Menschen, sagen wir mal so. Das erfährt man bis zum Ende ja auch nicht, ne? Oder also, bis zum Ende man. Ich finde, so ein nicht. Film funktioniert nur, wenn von vornherein alles klar ist, am Schluss das Überraschende kommt oder wenn man wirklich so wie bei Cube gar nichts verrät. Dann funktioniert so ein Film. Aber das war ein totaler Mischmasch von allem. Die sind hinten drin, dauernd taucht diese voll hässliche Frau auf, die diesen komischen Twitter-Engel spielt. Geil. Bei Konstantin. Erzählt denen immer was von wegen Ruhe bleiben. Und was berechtigt die Leute vorne zu sein? Ich hab das immer noch nicht kapiert. Ach ja, Tilda Swinton, genau, richtig. Die ist wirklich echt perfekt für diesen Film. Richtig geil. Weißt du, der Typ ist auch total dämlich. Ich hab die ganze Zeit nur drauf gewartet, dass Chris Evans hier Flamme an und dann ist er ganz vorne im Zug. Aber geil, das war nicht passiert. Ja, das wäre super. Der hätte ja aber auch über den Zug fliegen können eigentlich. So, ja. Ne? Oder alles von da nach da oder ja. Die Welt wieder auftauen, hätte er auch mal machen können. Ja, so zum Beispiel. Aber dieser Film ist total hirnrissiger Klotzkopf-Scheiß-Dreck und ich mag den nicht und jetzt kommen wir mal zum Und ich verstehe nicht warum, weil du einfach zu viel drüber nachdenkst oder was? Hast du dich einfach diese Fragen davon faszinieren lassen? Das wollte ich ja, genau das wollte ich, weil ich dachte, das ist doch geil. Null Leute, die da hinten wohnen, sich nach vorne kämpfen wollen, der Gerechtigkeit halber oder weswegen auch immer. Und auf dem Weg dahin stellten sich mir nur Fragen und Fragen und dann sah ich die toten Tiere und dachte, warum kommen die nicht? Kannst du da nicht einfach mal abschalten? Nee, bei so einem Film kann ich das nicht, echt nicht. Wenn das vorgesehen ist, dass man abschalten soll, aber da soll man ja gar nicht abschalten. Guck mal, hier der Dreckhaufen da hinten am Ende des Zuges, der hat ja auch noch nicht mal Tiere gekriegt. Der hat nur irgendwelche recycelten Abfälle in so einen Block gekriegt. Ja. So. Damals wie bei Soylent Green, weißt du, wahrscheinlich waren da auch die Toten mit drin und so. Nein, Kakerlaken, hast du nicht aufgepasst? Ja, und Kakerlaken, aber man muss ja nicht nur Kakerlaken nehmen. Ne? Man kann also ja als sie in den Behälter geguckt haben, waren da nur Kakerlaken. Ja, ist ja gut, vielleicht kamen die aus dem Arsch von den Toten raus. Weißt du das? Vielleicht hatten die auch noch irgendwo einen Zirkuswagen mit Elefanten und so. Ja, den man auch nicht gesehen hat. Schade eigentlich. Alles hat man da nicht gesehen. Weißt du, der Regisseur Kino hat man da nicht gesehen. Der Regisseur hätte mit 2, 3 Sätzen und 2, 3 mehr Szenen viel mehr Sinn in diesen Film bringen können. Und, ja, das hat mich und dann kommt wieder irgendein Produzent und sagt, warum ist die Szene da jetzt drin? Die geht jetzt 2 Minuten, das kostet mich 2 Millionen, was soll das? Ja, um die Atmosphäre ein bisschen. Ihr Atmosphäre, bist du bescheuert? Wir haben doch voll viele Kampfszenen drin. Nimm das raus. Weißt du, so, dann muss der Penner sich aber auch nicht wundern, dass ich den Film scheiße finde. Ja.
Nur gut, auch wenn also, ihm das Drecks egal ist. Ich sag mal, mir hat's gereicht an Erklärung. Ich wollte auch gar nicht so viel drüber reden. Ja, du magst auch eher die leichte Kost. Ich finde diese abgeschlossenen Gesellschaften unheimlich geil, wie bei Bioshock zum Beispiel. Ne? Wenn sie notwendig sind oder Sinn ergeben, aber das ergab keinen Sinn. Die sitzen in diesem Rottenzug, Mann. Ja, da könnte man auch anhalten und dann könnten die ab und zu mal rausgehen und pissen oder sowas. Ja, genau. Und dann wird der Schniedel gleich nach der Pisse einfrieren oder vielleicht sogar davor. Man weiß es nicht. Ich fand's super. Gut, mein Fazit ist, es ist tatsächlich einer der besten Filme solcher Art. Kann man das so sagen, was für eine Art Film war Zugfilme? Ja, ja, ich weiß es auch nicht. So postapokalyptische Filme, die ich jemals gesehen habe. Wirklich, ich fand ihn wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen kriegt der Film von mir 9 von 10 Punkten. Du bist so eine ekelige Rotzfotze. Also ich finde diesen Film total kacke. Ich finde Chris Evans... Bisschen unverhältnismäßig, was du da sagst, aber okay. Weil ich einen Film gut finde, den du nicht gut findest, bin ich eine Rotzfotze. Ja. Ja, ja. So, was hast du jetzt? Ja, Chris Evans finde ich auch, den finde ich von Film zu Film immer schlechter. Warum hat er sein Schild nicht dabei? Ja, genau. Gut. Ich fand ihn schon als Captain America kacke, aber nicht wegen ihm, sondern weil Captain America kacke ist. Ja, schon. Er ist so langweilig wie Superman, hat nur das gegenteilige Problem. Er hat nämlich eigentlich überhaupt gar keine Superkraft. Ja, richtig. Kann nur gut labern. So, gehen Sie bitte da, gehen Sie da, gehen Sie bitte da. Und seine Superkraft ist, patriotisch zu sein. Ja. Und vielleicht ein bisschen stärker und vielleicht ein bisschen schneller. In Amerika ist das... Aber alles nichts Halbes, nichts Ganzes. In Amerika ist das ja eine Superkraft, ja. So, die so. Haben ja nichts anderes als Patriotismus, der für gar nichts gut ist. Aber ja, gut. Siehst du. Ja, dieser Film Colonel Stars and Stripes ist für mich sozusagen ein gefrorener Scheiße. Hm. Der stinkt wenigstens. Der so. Schlecht überlegt ist, schlecht umgesetzt, schlecht. Die Schauspieler sind teilweise wirklich noch ganz lustig. Das haben sie drauf gehabt, ja. Aber dieses. Da ist ja eine Südkoreaner hier von Lady Vengeance und diesem anderen Vengeance-Film noch mit dabei. Es steckt da für mich keinen Sinn hin, keinen Grund, kein Dings. Und das Ende ist der absolute Rottenmotz-Rott-Kack-Fack. Deswegen kriegt der Film von mir einen Fick in den Arsch. Von hinten nach vorn. So, noch letzte Worte. Tschüss. Tschüss. Tschüss.